Das digitale Agrarportal bündelt Daten aus unterschiedlichen Quellen für die Landwirtschaft und stellt sie mit der Geobox-Infrastruktur zur Verfügung. Die Daten lassen sich grob in drei Gruppen gliedern. Zeitkritische Daten werden in Echtzeit aus verschiedenen Quellen erhoben. Zum Beispiel werden Wetterdaten aus Messstationen mit Satellitenbildern abgeglichen und ausgewertet. Daten zur Schädlingsprognose werden unter anderem durch Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen oder Pheromonfallen gewonnen. Oder auch Erkenntnisse zur Phänologie, die durch Interpretation von Messdaten gewonnen werden. Eine weitere Grundlage bilden die Geobasisdaten, die in Beziehung zu sämtlichen georeferenzierten Fragestellungen gesetzt werden können. Karten zur Bodenbeschaffenheit oder Gewässern, Karten, die Aufschluss über erosionsgefährdete Flächen geben oder auch Karten, die Schutzgebiete und Abstandsauflagen kennzeichnen. Die dritte Gruppe bezeichnen wir als Wissensboxen. Hier ist Fachwissen zu unterschiedlichsten Fragestellungen hinterlegt. Beispielsweise darüber, wie welche Kulturen am besten angebaut werden können, wann was am effizientesten bewässert wird oder auch wie sinnvoll und ressourcenschonend gedüngt werden kann. Die gesammelten Daten werden intelligent verschnitten und zielgerichtet dem Landwirt auf unterschiedlichen Wegen mit der Geobox-Infrastruktur für seine Anforderungen bereitgestellt. Der Geobox-Feldatlas kann nahtlos in die Hofinfrastruktur integriert werden. Der Landwirt behält dabei jederzeit die Hoheit über seine Daten und entscheidet, welche Daten er übermittelt. Über den Standortpass bekommt er seine angeforderten Informationen flächenspezifisch übermittelt. Das System ist resilient. Die in die Hofinfrastruktur geladenen Daten lassen sich so auch offline nutzen. Für alle Fragen, die für die Bewirtschaftung seiner Flächen relevant sind, kann der Landwirt Informationen beziehen und diese georeferenziert mit seinen Bewirtschaftungsdaten, zum Beispiel dem Feldpass, verschneiden. Regionale Wetterdaten und Vorhersagen, Fragen zu Krankheits- und Schädlingsbefall und geeigneten Maßnahmen, Planung für das effiziente Ausbringen von Dünger und Wasser und zahlreiche andere Fragen, die dem Landwirt helfen, effizient, nachhaltig, zukunftsorientiert und umweltschonend seine Flächen zu bewirtschaften. All diese digitalen Informationen werden den Landwirten mit der Geobox-Infrastruktur für ihren Betrieb zur Verfügung gestellt. Über den Geobox Messenger können sich verschiedene Interessensgruppen einfach zusammenschließen und untereinander zu verschiedensten Fachthemen kommunizieren. Sie können Fragen in die Gruppe stellen, erhalten einen Newsfeed über entsprechende Fachkanäle und werden in speziellen Beratungsgruppen durch die Spezialisten der Offizialberatung mit aktuellen Hinweisen und Aufrufen versorgt. Eine weitere wichtige Funktion des Messengers ist die Ausgabe von individuellen Warnmeldungen an alle registrierten Landwirte, damit rechtzeitig auf Naturereignisse wie zum Beispiel Spätfrost reagiert werden kann. Hierzu werden individuelle Push-Notifications bei Überschreiten der Warnschwelle an die Landwirte verschickt. Ein für die Öffentlichkeit und jedermann zugängliches Tool bildet der Geobox Viewer. Er erlaubt die Betrachtung von georeferenzierten Daten für die Landwirtschaft in der gesamten räumlichen Ausdehnung. Ziel ist es, Informationen nicht nur abzubilden, sondern durch einfache Interaktionen Zusammenhänge deutlich zu machen. Für die landwirtschaftliche Produktion interessante Informationen können so anschaulich und informativ abgebildet und in Beziehung zueinander gesetzt werden.